Glück. Auf Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ihr merkt schon, ich habe gute Laune. Was ist passiert? Und zwar, das Zelus-Turnier ist zu Ende. Das Finale wurde ausgetragen. ApoRed hat gewonnen mit seinem Team. Und ich habe es natürlich nicht geschaut vorab. Aber ich finde es einfach wieder mega geil, was jetzt wieder auf Facebook abgeht. Der eine oder andere kriegt das vielleicht gar nicht so mit. Ich habe aber mal hier ein paar Screenshots rausgesucht. Und zwar fand ich das wieder mega lustig, was die Leute jetzt abziehen. Zum Beispiel, Marcel Scorpion schreibt, Team Red kann sich wieder nur untereinander beleidigen. Niemand außer Barca hat den Sieg verdient. Black Time, bester Spieler des Turniers, fertig. Es ist einfach nur ein Traum, oder auch ApoRed, was er wieder schreibt. Team Red hat gewonnen, Zelus Turniersieger. Listet dann hier die Spieler auf und schreibt dann Visca Barca, schön fett gedruckt und so weiter. Und auch Royal hat natürlich wieder einen schönen Beitrag rausgehauen. Noch nie gegen mich gespielt, aber Welle schieben, Punkt, Punkt, Punkt. Ja Leute, worauf will ich hinaus? Ich find's einfach nur so traurig, was da abgeht, ne? Die machen Videos zusammen, sind zusammen in einer WG, Best Homies und so weiter, gehen zusammen nach Berlin und machen dann ein Riesenevent und tun so, als wären sie die besten Freunde, aber sind eigentlich alles... Der ein oder andere wird es vielleicht verstehen, was ich jetzt damit sagen will. Ich finde es einfach total traurig. Manchmal schäme ich mich richtig, dass ich einfach zu dieser Community dazugehöre. Und auch die ganzen Leute, die wieder die Kommentare unten unter die Posts schreiben, das kann sich kein Mensch durchlesen. Das ist wirklich einfach kaputt. Ihr müsstet vielleicht mal euer Gehirn einschalten oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist echt so traurig. Man sieht, die Leute machen zusammen Videos, als wären sie Best Friends, keine Ahnung was. Dann ist so ein komisches Turnier und irgendwie beefen sich direkt dann wieder alle. Da wisst ihr ja, Leute, wie die zusammenhalten. Es geht da einfach nur um irgendwelche Abos, um sonst eigentlich nichts, nur um Fame. Die können sich wahrscheinlich so im Real Life überhaupt nicht leiden, sind nur in irgendwelchen Videos Best Friends. Und das finde ich einfach so mega traurig, dass ich dieses Video jetzt mache. Musste. Der ein oder andere versteht es vielleicht, ich vermute mal, viele werden es nicht verstehen, ist mir aber auch scheißegal, weil das ist einfach so irgendwie ein Thema, was mich wieder total beschäftigt hat. Ich habe gerade mit meiner Freundin Walking Dead geguckt und habe einfach diese Beiträge gesehen und dachte mir, ey Jungs, ihr seid echt top, ihr seid richtige Vorbilder, richtig geil, und mit diesen Worten will ich mich auch verabschieden. Wie gesagt, lohnt sich eigentlich fast gar nicht, ein Video darüber zu machen. Vielleicht öffnet es den ein oder anderen mal die Augen und denkt auch mal irgendwie ein bisschen darüber nach. Ansonsten soll es das gewesen sein. Wie gesagt, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black Imus.